Eine Geschichte, geschrieben durch Grusel und Angst. Furcht und Horror bleiben nicht aus. Spaß. Lass den Halloween-Chaos beginnen. Komm, ich hör die ab. Er hat den großen Kommst du morgen mit? Geistesgestört. Kenn ich vom, Ihr habt die Alarmanlage angemacht! Wider! Heute ist zum ersten Mal fast die ganze Gang in voller Konstellation vereint. Das wird so cool, Timmy. Ist über ein Rollerfahrer, der hier mitfährt? Richtig geil, Dicker. Machen wir eine kleine Bolognese. So. Wasser lieber? Wasser, bist du verarscht? So. Ja, schmeckt auch. Genau. Sorry, Digga! Richtig geiles Motorrad! Ja, danke! Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinfahren, aber wir fahren auf jeden Fall noch. Mit uns zusammen, uns allen. Boah, ist das geisteskrank, Alter, ist das geisteskrank. Boah, ist das geisteskrank, Junge. Hey! Das ist so gestört. Ganze Welt ist wach, Digga. Ganze Welt ist wach. Hallo? Ja, kommt ihr morgen auch mit? Kommt ihr morgen auch mit? Eier lecken. Heftig. Oh, ist da eine H2 im Hintergrund? Hast du das gehört? Ja, hier fährt irgendeine Kompressormaschine mit. Oh, war das geil. Die macht so... Wow! Junge, was? Ich dachte, ich sterb gerade! Junge, was war das denn? Alter! Wow! Joe! Digga! Junge! Alter, Digga! Ist das gestört, Junge! Was ist denn mit ihm denn los? Er lebt das Zweiradleben genauso wie ich, Bruder! Das ist, Digga, da braucht man gar keine Worte für, um das hier zu beschreiben, was hier gerade abgeht. Junge, ist das gestört. Junge. Brandenburger Tor, wir kommen. Alter. Ich kann meine Eindrücke, guckt euch das an, wie das aussieht hier alles. Junge. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle, in Worte fassen kann, außer zu sagen, dass es hier einfach gestört ist, Digga. Ich habe so eine Gänsehaut. Ich komme gar nicht klar, was passiert hier eigentlich. Guckt euch das an, Alter! Das ist gar nicht in Worte zu fassen. Sowas wie das erlebt man, glaube ich, nicht zweimal im Leben. Auch wenn wir es nochmal erleben werden, aber dieses Gefühl, was du hier hast, immer wieder bei den ganzen Rideouts, diese Gemeinschaft, diese Liebe, dieses Zusammensein, das ist einfach, das ist anders, Digga. Fangt an, Motorrad zu fahren. Fangt alle an, Motorrad zu fahren. Jo. Das ist ja wirklich gestört. Oh, Alter! Du, fick dich! Leck mich! So fährt er voll gegen die Felge, Digga. Alter! Was denn? Was lass denn da so? Junge, Junge, Junge. Oh. Alter. Ist das gestört?
Und das ist nur die halbe Gruppe. Ich kann, ey, sorry, falls ich gerade irgendwie wenig rede oder so. Ich halte einfach meine Fresse, weil ich gerade versuche, mit all dem, was hier passiert, irgendwie umzugehen, Digga. Die Emotionen sind einfach zu gemischt und zu viele, um irgendwie zu erklären, was das hier gerade ist, Alter. Ich zeige euch einfach die Bilder und lasse euch genau das Gleiche fühlen und das Gleiche genießen, was ich hier gerade genieße. Geist, der ist krank, Digga. Ich kann wirklich zu nichts, ich kann gar nichts sagen, Mann, ich bin überfordert. Hey, wo fahren wir denn jetzt wieder hin? Ach so, wir wenden einfach nur. Wir stellen uns hier alle nochmal hin, scheinbar. Ist das geisteskrank. Ja, ich war gestern angeln. Ja? Ich hab so einen Fisch gefangen. Oh! 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 Du hast meine Eiche zerdrückt, glaube ich, Digga. Oh, du Wichser. Das hat die Geräusche gemacht, von denen wir geredet haben, dieses... Tschum. Warum, die ist langweilig, hast du mal gehört? Wollen wir jetzt noch ein richtiges Gruppenfoto machen? Ja. Ja, wollen wir eins machen? Wollen wir noch ein Gruppenfoto machen? Ja! Ja, dann kommt mal alle her! Die mit aufs Foto wollen, bitte! Für das Licht! Das wäre super cool! Ja, wir wollen ein Gruppenfoto machen. Ja, ich bin nicht so laut, mächtig mit der Stimme, aber ich klinge wie 12, das hilft immer. Die machen alle Bilder von uns, was ist das? Wir sind Fotokollage. Kann ich mir nicht so machen. Bitte! Heult mal woanders, ihr Pussys. Ich wollte nur sagen, dass ich deine Sticker-Sammlung ergänzt habe. Wo? An deinem Roller. Ach so, ja, hast du wirklich? Kannst du mir zeigen, was du aufgeklebt hast? Geil. Wirklich geil. Richtig cool. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, aber das ist die neuere. Die neuere ist nicht so geil, finde ich. Da, ich könnte mich hier mit einem Stuhl hinsetzen und könnt ihr mir den ganzen Tag angucken, ohne Scheiß. Das ist so geil. Ich habe die damals einmal gesehen und seitdem will ich die haben irgendwann mal. Also ich muss jetzt erstmal 20 werden und wenn ich 20 bin, dann hoffentlich. Ich muss mich jetzt, glaube ich, verabschieden. Meine Jungs machen los. Bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Kommst du morgen auch mit? Frag ich dich. Scheiße. Ich wollte es fragen, Mann. Scheiße. Ach, Digga. Scheiß auch drauf einfach. Junge, mein Handy hat ja gerade... Mein Handy hat alles gemacht, außer das, was es sollte. Oh, sieht das geil aus! Oh, mach's gut, Justin. Hat mich gefreut, dass du hier warst. Wir müssen mal zusammenfahren mit Elias und so. Safe, ja, ich komm beim nächsten Mal. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal, Sophie. Ach, komm her, komm her. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr hier wart, ja? Alex, wo willst du Döner essen gehen? Heute hat der Liebes... ein gutes Menü dort für 9 Euro. Ja, Alter! Ich wusste nicht, dass du anders denkst. Ich bin jetzt voll in ihn reingerast gerade fast. Ey Jungs, ich fahr nach Hause. Okay, Eube. Ciao, viel Spaß. Ciao. Wer ist der denn? Das ist der englische YouTuber, oder? Lol. Hey, was machen die denn jetzt hier, Digga? Hilfe, wir sind gerade 30 Leute mehr geworden, Bruder. Hinter uns ist eine ganze Motorradgang. Scheiße, ey! Wir sind im nächsten Whiteout! Hä, was ist das denn? Ist links? Also wir links? Ja, die aus dem Whiteout fahren mit uns links. Also ein paar. Hä, hey, Digga, manche fahren links, manche nicht. Was wird denn das hier jetzt gerade? Boah, sieht das gruselig aus wie Weltuntergang, oder? Das ist voll geil. Boah, ist das gruselig. Hä, wo fahren wir hin? Ja, sind einfach drei random Motorradfahrer hier bei uns dabei. Keiner kennt die, Digga. Die haben einfach ihre Gruppe losgelassen für uns. Wie wird da? Wie wird da? Ja? Aber sie gehören nicht dazu. Sein Blick, als er realisiert hat, hä, wo bin ich hier eigentlich, war zu gut, Digga. Der Arme, Digga, ja, der Arme, wirklich. Scheiße, Digga. Chill mal, ja, chill mal. Wir fahren jetzt so langsam alle nach Hause bringen. Oh Gott. So ein, willst du so ein? Nein, ich will mein Gesicht.
Ach, so einen meinst du? Ja. Aber guck mal, vielleicht haben wir den Mann ja schon gefunden. Ah, das ist nicht mein. Alles gut, ist ja okay. Oh. Auf was stehst du so typmäßig? Er muss groß sein. Okay, nee, ich meine jetzt nicht mich, so generell. Ja? Bart haben. Okay. Das ist echt süß, ja. Waren jetzt einfach hier? Nein, euch auch, dir auch. Die 100 drauf. Bruch für Steve, Digga. Ja. Das ist nicht so meins. Das ist nicht so meins. Steve, Junge. Johnny Boy! Otto Peter! Hallo! Siehst du mich? Okay. Scheiße, das war also. Alter, ich dachte, ich fliege jetzt, Alter. Wir sind in der Wolke, oder? Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Ich glaube, wir sind alle tot. Das ist der Himmel, Digga. Wir sind im Himmel. So fahr ich im Himmel nur eine 600er. Scheiße, nur ein Roller, Digga! Aber hier komme ich auch nach Grünau, oder? Wenn ich so ja. 10, 15 Minuten... Ja. Ihr habt die Alarmanlage angemacht, Digga! Was? Was? Digga. Ihr habt die Alarmanlage angemacht mit dem Auspuff! Alex war das! Alex hat einfach die Alarmanlage ausgemacht! Du hast die Alarmanlage beim Auto angemacht, Digga. Ihr habt die Alarmanlage angemacht. Ich weiß nicht, du oder er? Hä? Als ich vorbeigefahren bin, ich dachte so, was ist denn jetzt los, Digga? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Hi. Europäer, du hast Fangirl. Hallo. Kann man euch helfen irgendwie? Ja, sehr doll. Erzähl. Ihr könnt, wir sind beißen nicht, keine Sorge. Was denn? Wir haben so Wackelaugen bei. Okay, ja. Können wir bitte einen Roller kleben, so einen? Ja klar, macht. Nein, die Augen könnt ihr auch hier raufkleben. Hier. Könnt ihr vorne raufkleben, ist gar kein Problem. Aber ihr müsst vorher irgendwie trocken machen, weil bei Nässe klebt nichts. Sie ist Fangirl. Nein. Alles gut, alles gut. Ach, du kennst ihn? Ja. Chillig. Meldet sich irgendjemand freiwillig? Nein, klebt auf. Ist doch am... Oh, die sind echt cool. Ja. Geil. Achtung. Oh, Alter, ey, das sieht echt geil aus. Das sieht, der sieht aus, aber ich hätte den ein bisschen mehr nach rechts. Nein. Nein, alles gut. Da auf dem Mini-Yoda, guck mal. Hier. Geil. Wir brauchen noch eins, trotzdem. Jetzt sieht er geil aus, mach mal aus. Geil. Sicher, ja? Okay. Aber nicht so, Junge, der soll nicht die ganze Zeit hin und her wedeln da. Tschüss. Okay. Oh, fuck. Was ist los jetzt? Wow! Guck mal da auf! Wie hält der das aus, Digga? Das ist so viel Luftballon, Junge. Und das Ding ist, aus der Maschine kannst du, glaube ich, richtig was machen. Also die ist jetzt schon krass, aber du kannst doch krasser draus machen, weißt du, wie ich meine? Könnte auch realistisch dein Fahrzeug. Ja, also meine Wahl war zwischen der und der R7. Eine von beiden. Das Cockpit habe ich ihm vorhin schon gesagt. Das Cockpit finde ich richtig geil. Oh, ist schon geil. Geiler als die R7. Und dann schaltet man an und dann kommt das mal Kino. Oh, Alter. Ist ja totgeil. Also John, da würde ich drüber nachdenken, ob die oder die R7. Sag ich dir ehrlich. Was richtig geil ist, im Gegensatz zu R7, dass das hier so glänzt und so breit ist, Digga. Das ist bei der R7 nicht so. Das ist richtig nice. Oh, ich muss hier runter. So, und das war dann auch das Ende des Halloween-Abends. Ich hoffe, euch hat die Videoreihe gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.